Frenkel frotzelt. Heute. Let's play. Leisure Suit Larry Reloaded. Der Flirt-Simulator. Tag, ihr Nasenbären, herzlich willkommen zu einem weiteren Mini-Let's Play mit mir. Ich möchte euch heute zeigen die ersten 60 Minuten mit dem Adventure Leisure Suit Larry Reloaded. Also 4 Folgen, 15 Minuten ungefähr. Und falls es super genial ankommt bei euch, dann könnte ich das auch weitermachen. Aber da müsst ihr richtig mit Likes und Klicks um euch werfen. Ich weiß ja nicht, ob es was für euch ist. Es ist ein Adventure, würde ich normalerweise nicht mit der Kneifzange anfassen. Aber es ist so, ich habe das Original gespielt, 1987. Da war ich noch ein pubertärer Junge und da fand ich das geil. Und ansonsten, wie gesagt, habe ich mit Adventures nichts am Hut. Und denkt nur nicht, ich wüsste da noch was. Ja, das ist 25 Jahre her. Ja, da weiß ich gar nichts mehr von. Ich bin genauso blind wie sonst auch, auf gut Deutsch. Ja, ich würde sagen, dann legen wir mal los. Oh, geil, oder? Die knetet sich schon an ihren Möpsen rum. Das war früher in den 80ern, wenn man da so ein Bild hatte, da sind die Lenden sofort erwacht. Ja, weil damals gab es ja kein Internet und man kam nicht so einfach an Pornos ran. Und da waren solche Bilder ja schon hoch erotisierend. Warnung! Einige Elemente der Handlung von Leisure Suit Larry Reloaded sind nicht für Kinder geeignet. Ja, das ist schade. Dann ende das Let's Play hier an dieser Stelle, weil ihr wisst ja, bei YouTube gibt es ja nur Kinder, ne? Ha! Na komm, wir probieren es mal. Vielleicht ist ja auch einer dabei, der 18 ist oder so. Ach, jetzt geht's los erst hier. Bitte nicht lügen. Also, wie alt bist du eigentlich? Das Spiel ist ab 16, laut USK. Deswegen, das darf ich nicht angeben. Ich bin auch ganz klar über 100. So. Was soll das denn? Von wegen? Was denn? Das kann doch sein! Die Menschen werden doch immer älter, kann doch über 100 sein. Warum gilt das nicht? Ich fühle mich diskriminiert. Okay, dann versuche ich es mal anders. Ich versuche mich mal in eure Lage reinzuversetzen. Und die Kernzielgruppe ist bei YouTube 16 bis 18. Naja, eigentlich sind 13 bis 17, aber das kommt am nächsten dran. Na, wusste ich's doch. Solltest du nicht lieber Hausaufgaben machen? Du blöder Analhöhlenforscher! Morgen ist Samstag, ich habe keine Hausaufgaben. Unglaublich. Oh Gott, kacke. Da kommt ein Altersfreigabetest. Das ist ja wie beim ersten Teil, wie beim Ursprungsspiel auch. Das ist ja, oh Gott, die waren echt schwer damals. Das waren so Fragen, die sich sehr auf die USA bezogen haben. Ich hoffe, das ist diesmal besser. Um dein Alter zu bestätigen, musst du nur diese 5 Fragen. 5 gleich. Keine 3 oder so. 5. Richtig beantworten. Na super. Wen küsste Angelina Jolie leidenschaftlich, als sie einen Oscar gewann? Tja, das ist eine gute Frage. Also, Brad Pitt, das ist ihr Mann. Das wäre zu leicht. Das glaube ich nicht. George Clooney, glaube ich nicht. Ich glaube, es läuft... wo bin ich denn hier überhaupt? Bei Wer wird Millionär? Bei der Millionenfrage oder was? Kann es noch schwerer sein? Also entweder den Oscar oder ihren Bruder, würde ich sagen. Habe ich vielleicht den 50-50-Joker oder Telefon-Joker? Nein. Also, ich tippe jetzt mal auf ihren Bruder einfach. Warum auch immer. Ich habe richtig geraten. Super. Welcher dieser Döme ist eigentlich keiner? Was heißt denn Döme? Ist das die Mehrzahl von Dom? Heißen die wirklich Döme? Naja. St. Paulus Dom in Münster. Hohe Domkirche in Köln. Ludgerus Dom in Billerbeck. Dom zu unserer lieben Frau in München. Das ist eine Kirche, ja. Das weiß ich, in München. Aber ist das jetzt hier, ist die dann kein Dom? Das ist auch so wieder so eine blöde Raterei hier. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das ist kein Dom. Na toll. Kondom wäre als Frage, als Antwort gut gewesen. Das hätte ich gewusst. Kondom ist kein richtiger Dom. Ach Mann, scheiße. Da hast du daneben gelegen. Wenn du noch eine falsch beantwortest, kannst du unmöglich alt genug für dieses Spiel sein. Na, toll! Wer ließ sein Baby vom Balkon eines Hotelzimmers herabbaumeln? Das weiß ich ausnahmsweise. Da muss ich auch nicht lange nachdenken. Das war definitiv Michael Jackson. Wer wirkte bei 15 Folgen der ersten Staffel von Saturday Night Live mit? Saturday Night Live, das ist eine Komikersendung gewesen. Oder ich weiß nicht, ob es sie noch gibt heute, aber das ist halt so eine Stand-Up-Comedian-Show im Fernsehen gewesen. Und ich würde jetzt glatt auf... also Monty Python sind ja Engländer. Ich weiß nicht, glaube ich nicht. Aerosmith war eine Band, oder ist eine Band, das könnt ihr vergessen. Und die Muppets, glaube ich auch nicht. Also ich tippe auf Steve Martin, es war auch mehr so eine Halbvermutung. Scheiße! Schäm dich, dass du versuchst, ein freundliches kleines Computerspiel wie dieses hier zu bescheißen. Komm wieder, wenn du älter oder weiser geworden bist. Ja, liebe Leute, ich würde sagen, die 60 Minuten werden jetzt daraus bestehen, dass ich diese scheiß Fragen immer weiter beantworte. So eine Kacke!
Ja. Es gab da immer so Tastaturkombinationen, mit denen man sich da durchcheaten konnte. Aber das weiß ich nicht, ob es sie hier auch gibt. Und ich weiß auch nicht mehr, wie sie war. Ich würde sagen, wir versuchen es mal. Vielleicht sind die Fragen ja leichter, wenn man etwas Älteres nimmt. Wer weiß. Aber sicher doch. Wer ist bekannt für die Phrase, mein Schatz? Das ist einfach, das ist Gollum, das weiß ich. Hurra, hurra! Steve Fawcett war der erste Mensch, der... Ballon? Football? Blitz getroffen. Tja. Ich glaube, auch wieder nur so eine halbe Vermutung. Es kotzt mich an, ich werde doch in dieses scheiß Spiel hier reinkommen. Also Football könnt ihr vergessen. Dreimal vom Blitz getroffen. Glaube ich nicht. Ich glaube, das gibt's wirklich, aber ich denke, es ist das hier. Das war, glaube ich, so ein Frosch. Ja, hahaha. So. 2004 nach 10 Staffeln. Also, MASH ist wesentlich älter. Das kann es nicht sein. Friends war irgendwie 90er Jahre. Ich glaube nicht, dass die... Obwohl doch, 2004 könnte hinhauen. Gilmore Girls laufen noch, oder? Smallville weiß ich definitiv. Die lief da noch lange, lange, lange. Die lief ja bis 2010, glaube ich. Ich warte noch auf die 10. Staffel, die kommt jetzt auf DVD raus, die habe ich noch nicht gesehen. Also ich kann eigentlich nur auf Friends tippen. Sag ich doch, ich hab's drauf! Oh Gott, jetzt wird's schwierig. Was ist kein Bekleidungsstück? Also, ein Dirndl ist definitiv ein Bekleidungsstück. Ein Kummerbund, ein Balaklava, ein Peccadillo. Peccadillo, das klingt wie irgendeine Pizza. Ich habe keine Ahnung. Also es ist auf jeden Fall, Dirndl ist auf jeden Fall ein Bekleidungsstück, aber alles andere... Kummerbund? Tippen wir mal auf Kummerbund. Scheiße. Ja, ist gut, ey. Ich darf jetzt nichts mehr falsch machen. Aus welcher TV-Serie stammt das Zitat? Kommen wir nun zu etwas völlig anderem. Das weiß ich. Das weiß ich. Es ist natürlich ein Colt für alle Fälle. Nein, kleiner Witz. Es ist Monty Python. Genau. Das hieß natürlich anders. Das hieß, Englisch war das. And now for something completely different irgendwie. Aber auf jeden Fall, die ist die Übersetzung. Juhu! So, ich hab's. Vielen Dank. Und jetzt zieh deinen Disco-Anzug an und mach dich bereit, in die Welt von Leisure Suit Larry Reloaded einzutauchen. Auf geht's. Your name is Larry. Larry Laffer. You've arrived in beautiful Lost Wages without luggage. The airline lost it. Without a hotel reservation, you forgot to get one. And without a clue. You've never had one. You exit the cab. The hot, dry air of Lost Wages hits you in the face like a hard slap, a feeling not wholly unfamiliar to you. After your cab ride, you may be low on funds, but you've got the looks, the lines, and the leisure suit. You're in town to find true love, and if you happen to get lucky along the way, that's okay. After all, you're nearly 40. And still upward. Still untouched by human hands. Look out, ladies! I'm finding love tonight! Also, für die jüngeren Zuschauer darf ich das mal übersetzen, was er gerade erklärt hat, also der Larry. Er ist fast 40, ich dachte schon, er wäre über 40, aber er ist fast 40 und hat noch nicht gefickt. Ja? Und da geht es ihm wahrscheinlich wie vielen Computerspielern. ja, das gibt wieder Dislikes. Was kann ich jetzt hier machen? When you first got to town, you probably shouldn't have asked the cab driver to take you to a place where the women are as loose as the craps. Okay. Vielleicht hätte ich doch das Tutorial spielen sollen. Okay. So kann ich rumlaufen, ne? Ach du Scheiße! Der hat ja voll die Pimmelnase! Die Mini-Pimmelnase! Schaut euch das mal an! Das sieht doch aus wie ein Pimmel! Also ich meine, eigentlich muss das bei Frauen gut ankommen, weil er theoretisch zwei gleichzeitig, naja, lassen wir das. Also er hat eine Pimmelnase. Oh, was ist das? Ah, okay. Ich kann mit dem Mausrad kann ich ja auch die verschiedenen Dinger durchgehen. Schlecken. Komm, wir schlecken mal den Gulli ab. It's got a refreshing rainwater and evil clown smell. Aha! Das ist doch eine lustige Anspielung auf Stephen King. S. Und bringt nur nichts. Sprechen kann ich hier mit niemandem. Was kann ich hier anfassen? You reach into the storm drain and feel around. Jimmy Hoffa's dead body. Some box with the name Al Capone on it. And an aviator cap that says Amelia. Nope, nothing interesting. Okay, schade. You deliberately scrape your finger on the sidewalk, because it feels so good when you stop.
Jetzt hat er sich wieder am Arsch gekratzt, habt ihr das gesehen? Okay, pass mal auf. Ich gehe jetzt noch nicht in Lefty's Bar rein, das mache ich später. Jetzt schaue ich erstmal, wie war denn das? Ich kann mich echt an fast nichts erinnern. Das Taxi, glaube ich, kann ich noch gar nicht zahlen. Das kostet ewig viel Geld und da muss man irgendwie vorher noch irgendwie Kohle gewinnen. Jetzt gehe ich mir erst da raus. Mal schauen, ob ich da rauslaufen kann. A sense of foreboding washes over your heart when your eyes slowly examine this dark alley. It seems to be just outside every public area in Lost Wages. Oh shit! Ich bin kastriert worden! Larry, didn't your mother ever warn you about going into dark alleys? So, bin ich jetzt tot oder? Ja, auch eine schöne Filmanspielung. Und ich bin Frankenstein! Ich sag's ja. Adventures sind nichts für mich. Gut, der Vollständigkeit halber, schauen wir, was da ist. Vielleicht ist da irgendwas, was ich, irgendwas bringt. Anscheinend nicht, oder? Kann ich hier irgendwie was durchsuchen? Sweet, sweet garbage cans, like Christmas morning for adventure game players. Ja, aber it's your standard Disposet Model 4227 4-yard, fully enclosed mixed debris MSW dumpster. Duh. Also der muss ganz schön Hämorrhoiden haben, was sich der am Arsch kratzt. Ja, keine Ahnung. Also das bringt mich. You quickly paw through the dumpster, but it seems to have been recently emptied. Drat. Okay, hier, Gandalf Force hier oder was? Nee, also das bringt jetzt nichts. Kann ich weiter nach links gehen? Offensichtlich nicht. It feels like the last surface your body will ever lie against if you don't get out of here. Okay, ich verstehe. Larry, didn't your mother ever warn you about going into dark alleys? Tja, okay, das kennt man schon, das können wir wegklicken, hoffe ich. Ja, geht zum Glück. Also, zweimal gestorben, hurra. 12 Minuten gespielt, zweimal gestorben, der Herr Frenkel. Oh, eine Katze, eine Muschi. Warte, ich möchte mal die Muschi lecken. You lick the street. It tastes almost the same as the street that the neighborhood bully made you lick every day at the school bus stop. That Carissa Isolano was mean. I am so glad I'm out of high school. Ich möchte die Muschi lecken, bis sie feucht ist. Hallo, komm. Isn't letting you get close enough to sniff it. I know. If I can't sniff it, how do I know which one of us is dominant? Also die Sprüche sind schon cool. Also ich, gut, vielleicht kommt das bei jüngeren Leuten nicht so an, aber ja, also die Katze da, mit der kann ich nichts anfangen. Ne? Also gut, vergessen wir das. Wir gehen jetzt einmal rein und schauen mal, was in Lefty so abgeht. Ich kann mich echt an fast nichts mehr erinnern. Das ist ja ein Albtraum. Okay, Trulla, sehr gut. Die werden wir gleich mal anquatschen, natürlich. You must be tired. You've been running through my mind all day. I know, but you keep following me anyway. Okay, ja, also das klang jetzt nicht gar nicht mehr so gut. Sorry, this sounds a little squirrely, baby, but I'd like to store you in my cheek pouches for a snowy day. Really? I'd like to crack your skull like a nut and bury your brains in the park. Alrighty then. Okay, das war deutlich. Diese junge Frau heißt wahrscheinlich Anabolika und wird mich ganz übel verhauen. Das lassen wir dann mal. Wo geht's? Ich weiß nicht, Adventure. Ich fühle mich immer so überflüssig. Ich weiß immer nicht, was ich machen muss. Jetzt gehe ich erstmal da hinten noch raus. Da ist ja noch ein Raum offensichtlich. You are in a dimly lit hallway. The peeling wallpaper gives the roaches something to watch. Clutter fills the room. And a filthy drunk wearing filthy clothes sits on the filthy floor, leaning his filthy back against the filthy wall. Okay, das sieht ja aus, als ob das L.O. wäre, der Erfinder von Leisure Suit Larry. Ich versuche mal mit ihm zu reden. Wanting to be humane to the drunk, you clap him firmly on the shoulder, stroke his head, pat his hand, and get up close to him. So tell me, how are you doing? Oh, thanks for asking, buddy. I'd be just great if only my impetigo would clear up.
Okay, der hat einen Ausschlag. Ich brauche Medizin für ihn oder was? Ich habe keine Ahnung. Wir sind am Ende dieser Episode. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, lasst mir ein Like da und kommt dann auch wieder in der zweiten Folge, wenn ich weiter völlig hilflos durch die Gegend irre. Erstmal danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao!